resigning. Ein abgehörtes Telefonat zwischen dem estnischen Außenminister und der EU-Beauftragten Ashton sorgt unterdessen für Verwirrung. Der Minister beklagt sich über die neue ukrainische Regierung. Sie sei nicht bereit, die Todesschüsse auf dem Maidan aufzuklären. Zumal Ärzte behaupten, dass viele Todesopfer von den gleichen Schützen getroffen wurden. Jana Wochnick mit den Einzelheiten. Neue Bilder von den Scharfschützen in Kiew sind aufgetaucht. Es ist der 20. Februar, später wird es ein blutiger Protesttag sein. Auf dem Maidan sterben insgesamt mehr als 70 Menschen. Die Kamera begleitet die Scharfschützen, die von Präsident Janukowitsch beauftragt worden sein sollen. Aber ist es auch so? Wie kam es dazu? Noch hat es keine Untersuchung der Vorfälle gegeben. Und der estnische Außenminister Pajet glaubt nach einer Reise in die Ukraine sogar, dass die neue Regierung in Kiew eine Untersuchung gar nicht will. Brisant, sein Telefonat mit der EU-Beauftragten Ashton wurde dazu abgehört. Von wem ist unklar. Die Richtigkeit wurde aber bestätigt. Darin berichtet Pajet von einer Ärztin aus Kiew, die Verletzte behandelt hat. Sie hat gesagt, dass Leute von beiden Seiten von denselben Heckenschützen getötet wurden, Polizisten und Demonstranten. Es war die gleiche Handschrift und die gleiche Munition. Und weiter sagt er zu Ashton, viele denken jetzt, dass nicht Janukowitsch dahinter steckt, sondern die jetzige Regierung. Eine gewagte These. Tatsächlich ist die neue Regierung unter Jatsenyuk nicht unumstritten. Sie ist ein Abbild der Demonstrationsteilnehmer vom Maidan. Darunter auch viele Ultranationalisten, Rechtsextreme, die sogar mit der deutschen NPD sympathisieren. Sie sollen auch bei den Protesten auf Polizisten geschossen und so die Eskalation mit verursacht haben. So erklärt sich auch, warum so viele ethnische Russen in diesen Tagen von drohendem Faschismus sprechen. Aber erklärt es auch, wie es zu den tödlichen Schüssen auf dem Maidan kam? Die neue ukrainische Regierung hat viele Baustellen. Die Aufklärung, was genau in den Februartagen geschah, gehört auch dazu.